Interessante Daten hat auch sie schon jetzt vorzuweisen, die künftige Wirtschaftsuni. Noch ist sie eine der größten Universitätsbaustellen Europas. Seit mittlerweile 18 Monaten wird am neuen Campus gebaut, bei der Ausstellungsstraße direkt hinter dem Prater. 2/3 der Aufträge für dieses Megaprojekt sind vergeben und die Kosten liegen laut Bundesimmobiliengesellschaft auch im Plan. Das könnte eine durchaus typische Körperhaltung für diesen Ort werden. Nur, dass in Zukunft hier keine Baupläne, sondern Wirtschaft studiert wird. Das größte Gebäude entsteht genau in der Mitte des rund 90.000 Quadratmeter großen Areals. Hier wird das sogenannte Library and Learning Center gebaut, also ein Zentrum des Lernens und Lesens. Momentan steht gerade mal das Erdgeschoss. Wenn alles gut geht, soll das Gebäude von Star-Architektin Zaha Hadid am Ende so aussehen, und zwar so wie alles andere bis 2013. Der Winter war ja dieses Jahr besonders hart. Ich glaube, auch heute merkt man wieder, dass er noch nicht ganz vorbei ist und der Schnee hat uns da ein bisschen beim Betonieren gestört. Aber diese Sachen, die können bei so großen Baustellen wieder aufgeholt werden, sodass wir heute wirklich gut in der Zeit unterwegs sind. Logistik und Finanzierung sind nicht nur eigene Fächer an der WU, sondern auch auf der Baustelle derselben von wesentlicher Bedeutung. Allein 15 Kräne und 350 Arbeiter müssen täglich koordiniert werden, die Kosten dabei kontrolliert. Spätestens seit der Skandalbaustelle Skylink am Wiener Flughafen, wo die Kosten unerwartet in die Höhe geschossen sind, stehen Großprojekte wie dieses unter besonderer Beobachtung. Die Gesamtkosten von rund 492 Millionen Euro dürften zumindest aus heutiger Sicht im Rahmen bleiben. Können Sie garantieren, dass es keine Kostenexplosion geben wird bei diesem Projekt? Also es ist meine absolut feste Absicht, dass es keine Kostenüberschreitungen gibt, das ist ganz klar. Aber garantieren kann man nichts? Garantieren kann man es vielleicht nicht, aber ich glaube, man kann alles dazu beitragen, seriös arbeiten, wirklich entsprechende Kontrolltätigkeiten setzen. Also ich bin fest überzeugt, dass wir im Rahmen bleiben werden. Den bisherigen Rahmen sprengen sollen künftig die Arbeitsplätze für Studenten. Während im alten Gebäude im 9. Bezirk rund 1000 Plätze zur Verfügung stehen, werden es hier im Prater 3000 sein. Ein Vorteil, der auch ohne Wirtschaftsstudium auf der Hand liegt. Was mit der derzeitigen WU bzw. mit dem Gebäude in der Spittelau passiert, das ist noch nicht fix. Eine Möglichkeit wäre, dass das Parlament zumindest für einige Zeit einzieht, sollte das Hohe Haus tatsächlich generalsaniert werden.